Herzlich willkommen im Ballet Damkinski in Wien. Das Auktionshaus im Kinski kommt zu Ihnen mit den Highlights der großen Sommerauktion. Unter den Toplosen der Alte Meister-Auktion haben wir ein wunderschönes Gemälde aus dem Umkreis von Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto, dem unbestrittenen Hauptmeister der Vedutenmalerei in Venedig. Es zeigt eine der berühmtesten Ansichten Venedigs, den Canale Grande mit der Rialto-Brücke. Ein Highlight der Zeitgenossen-Auktion ist eine Arbeit des österreichischen Künstlers Arnulf Rainer, der letztes Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hat und der mit seinen Übermalungen eine internationale Bekanntheit erlangte. Dieses Werk mit dem Titel Schleierkreuz gehört zur Werkgruppe der Schleierbilder aus den 90er Jahren. Das, was er hier gemacht hat, er hat aus einer Holzplatte mittels Raster, Blechen, Schrot, Schnitte und Applikationen ein Relief herausgearbeitet und darüber lasierende Farbschichten gelegt. Ganz prägnant ist hier diese abgerundete, gefräste Kreuzform und auch oben rechts dieser farbige, orangefarbige Schmuck. Eines der bedeutendsten Gemälde dieser Auktionstage ist zweifellos ein Bild des späten Paul van Mosers, der als einer der wichtigsten Wegbereiter der Wiener Moderne gilt. Dieses zweiteilige Gemälde mit dem Werktitel Feldeinsamkeit zeigt einen in Wolken liegenden Jüngling, der von der Welt entrückt ist. Die Berglandschaft im unteren separaten Teil unterstützt diese Wahrnehmung, dass der Jüngling sozusagen über der Welt schwebt. Ein Höhepunkt der Auktion für Gemälde des 19. Jahrhunderts ist durchaus ein Bild von Olga Wiesinger Florian mit dem Titel Das Mädchen mit dem weißen Hase aus dem Jahr 1883. Sie gehört zu den wichtigsten Landschafts- und Blumenmalerinnen der Kunst um 1900, vor allem der österreichischen Kunst um 1900. Das wesentliche Merkmal dieser Arbeiten ist die Verschmelzung von Blumen- und Figurenmalerei. Rarität in der Auktion Antiquitäten zu bieten, und zwar eine zum Teil museale Sammlung an Kunstkammerobjekten, wie zum Beispiel dieser Kokosnusspokal aus dem 17. Jahrhundert mit dem Titel Das leibliche Wohl. Drei Szenen ist das leibliche Wohl hier wiedergegeben an der Kokosnusskupper. Kokosnussschalen werden oft zu verzierten Trinkgefäßen umgearbeitet, da ihnen eine heilende und schützende Kraft nachgesagt wird. Der Auktion für Jugendstil und Design ist diese Bronze-Elfenbeinskulptur mit dem Namen Conprio von Ferdinand Preis, einer der führenden Elfenbeinbildhauer der Art Deco-Szene der 20er und 30er Jahre. Aufgestellt auf einem hexagonalen Steinsockel aus schwarzem und grünem Onyx. Wir freuen uns, wenn Sie uns in der Ausstellung besuchen kommen. Haben Sie noch Fragen zu dem einen oder zum anderen Kunstwerk, stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.